Wir haben uns für Zyklum entschieden, weil wir schnell an qualifizierten IT-Fachkräftebedarf hatten und Zyklum uns hier die Möglichkeit gegeben hat, in Odessa ein Team aufzubauen. Das war 2011, zu einem Zeitrahmen, wo wir noch aufbauen mussten, schnell wachsen mussten. Als junges Unternehmen haben wir natürlich immer das Problem, an sehr guten Leuten zu gelangen. Und Zyklum hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, hier schnell zu wachsen. Die Zusammenarbeit mit unserem Odessa-Team sieht so aus, dass wir täglich Scrum-Meetings haben. Das heißt, wir sind im regen Kontakt mit den Teams. Im Prinzip durch ein Kollaborationswerkzeug, wie zum Beispiel Skype, arbeiten wir zusammen. Und natürlich das übliche E-Mail-Verkehr. Wir legen sehr viel Wert drauf auf direkte Kommunikation. Und natürlich Reisen ist sehr besonders wichtig. Besuche sind extrem wichtig, weil es das Teambuilding stärkt. Und wir besuchen Odessa alle 2 Monate. Die Kollegen in Odessa besuchen uns mal wieder und in einem abwechselnden Verhältnis. Kommunikation ist wichtig. Deshalb haben wir auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir Mitarbeiter ausgesucht haben, die gute englische Kenntnisse haben. Natürlich das Team bei uns in Deutschland genauso. Wir sind ein internationales Unternehmen und deshalb ist Englisch absolut wichtig. Es gibt kulturelle Differenzen, allerdings sind die nicht so groß. Und durch Cross-Teams erreichen wir es, dass die Entwickler sehr eng zusammenarbeiten und diese Unterschiede überwinden. Wir arbeiten mit Jira und haben unsere eigenen Prozesse auf Jira angepasst, weil wir ein sehr sicherheitsrelevantes Produkt haben und hinsichtlich ISO-Zertifizierung hier gewisse Prozesse einhalten müssen.